Ja, ich bin heute hier in der Tanzschule, meine Tanzschule Taucher in Taucher bei der Christine. Vielen Dank. Wir machen jetzt nochmal ein kurzes Feedback-Video heute zum Tag. Wir hatten heute den Videodrehtag hier bei dir in der Tanzschule, haben eine ganze Reihe an verschiedenen Videos gedreht, haben gerade am Ende auch nochmal eine sehr intensive und emotionale Coaching-Übung gemacht. Wie hast du den Tag erlebt? Was waren heute so deine zwei, drei Highlights des Tages? Also wie du schon sagst, intensiv. Also es war wirklich ein intensiver Tag. Und mein Highlight ist so ein bisschen, also nicht ein bisschen, mein Highlight ist tatsächlich, wie du einen ganz entspannt, bequem durch den Tag durchführst. Weil es ist ja wirklich so, dass man manchmal sich so ein bisschen, ja, man weiß, man müsste ein Video drehen, aber schiebt das vor sich hin. Ja. So, und wenn aber jemand dabei ist, so wie du, mit deiner ruhigen Ausstrahlung, der auch weiß, wo es lang gehen muss und einen da unterstützt, dann ist das viel, viel einfacher, dass einzusprechen, zu drehen, ja, und aber das ist so, also deine ruhige Art ist mein Highlight. Ja. Deine Ideen, also du bringst total viele Ideen mit, wie man was formulieren könnte, wie man was drehen könnte und auch wirklich dein, also das ist einfach, du weißt, was du tust. Das ist sehr gut. Ja. Also auch schon alleine, wie stelle ich die Kamera? Ja, was brauche ich von den Leuten? Deine Vorbereitung, das ist ja, sind eigentlich so passt die drei dann, Highlights, die ich einfach genauso brauche. Ja, was wir heute ja gedreht haben, wir haben auf der einen Seite das Positionierungsvideo oder Willkommensvideo für deine Website gedreht, auch für den YouTube-Kanal, für die Facebook, Instagram und so weiter. Also so dieser erste Eindruck, wer sind wir für wen, was sind die drei Dinge, die uns besonders machen und was sollst du, lieber Zuschauer, jetzt als nächstes tun, also der sogenannte Call to Action. Wir haben einen Rundgang durch die Tanzschule gedreht und da nicht auf die leistungsorientierte Kommunikation, unser Tanzsaal ist so groß, sondern die Ergebnisse, die dein Angebot im Leben deiner Kunden bewirkt und verändert. Das waren ja alle Sachen, die wir im Mentoring schon im Vorfeld besprochen hatten, Zielgruppenanalyse, Ergebnisplan, all diese Geschichten gehört natürlich dazu. Von daher hast du das natürlich mit Bravour gemacht. Danke. Und wir haben heute auch jede Menge, hatte ich dir auch als Feedback gegeben, deutlich mehr, als ich es bei vielen anderen gewohnt bin, Testimonials mit Kunden gedreht. In meiner Welt sind was Videomarketing angeht, Testimonials eines der stärksten Videoformate, wenn wir mit einem Kunden ein kurzes Interview führen. Warum findet er unsere Tanzschule gut? Was begeistert ihn an uns? Würde er uns weiterempfehlen? Weil andere Kunden, die sich das Video angucken, haben das Gefühl, boah, das ist echt authentisch. Dass du vor der Kamera stehst und sagst, wir sind die Besten und die Tollsten, ist irgendwie, oder das glaubt der Zuschauer vielleicht, ist klar. Aber wenn ein echter Mensch in einem Interview, so wie wir das jetzt gerade auch machen, sagt, hey, das sind die Gründe, warum ich es gut finde, hat das einfach eine ganz andere Wirkung. Gab es sonst heute noch, warst du vorher aufgeregt, gerade Positionierungsvideo? Das den Rest nicht. Also bei dem ganzen restlichen Tag wusste ich schon, Thorsten führt mich durch. Ich wusste das auch bei dem Positionierungsvideo, aber ich selber tue mich schwer mit meiner eigenen Positionierung. Das für mich herauszukristallisieren, weil das viel für mich eine Gefühlssache ist und dieses Gefühl in Worte zu fassen. Ja. Und da warst du natürlich total stark, hast mich da durchgebracht und das haben wir auch gleich als erste Aufgabe heute erledigt und dann war ich danach, total genau, danach safe, ist dann meist entspannt. Hatten wir heute ja auch darüber gesprochen. Ja. Ich glaube, dass ich tatsächlich eine Fähigkeit oder ein Talent habe, die richtigen Worte zu finden. Also es sind ja manchmal Nuancen in der Wortwahl. Ein und derselbe Satz drückt dasselbe aus, aber ein Wort verändert, macht den kompletten Satz ungleich kraftvoller und stärker. Und das entsteht auch meistens dann spontan in den Situationen drin. Definitiv. Genau, also auch deine Mitarbeiter, die da waren, jung, aber total eloquent vor der Kamera da agiert. Und genauso wie auch halt die Kunden. Das fand ich schon heute auch bemerkenswert, wobei es auch natürlich mit dir zu tun hatte, wie du das Interview geführt und angeleitet hast. Deine Sicherheit spiegelt dir dann der Interviewgast oder in dem Fall dann das Mitglied oder der Kunde natürlich auch wieder. Wir haben jetzt am Ende noch diese Coaching-Einheit gemacht. Ich möchte gar nicht zu tief reingehen, weil es natürlich sehr persönlich, sehr privat ist. Und dir war es, das war mir gar nicht bewusst, dir war es besonders wichtig, dass wir heute lieber unserem ersten Durchbruchtag auch nochmal so eine Coaching-Einheit machen, wo wir ein bisschen tiefer reingehen, wo auch mal ein Tränchen fließt, wo wir in die Emotionen rein und gucken, okay, was sind die Blockaden, die vielleicht noch da sind, die mich im Alltag am Erfolg hindern. Kannst du da nochmal so ein Feedback auch für die Zuschauer geben? Ja, also zum allerersten Durchbruchtag bin ich ja auch völlig ohne Erwartungen hingefahren. Also ich habe mir auch gar keine Gedanken darüber gemacht, was wir machen, weil ich wusste, du bist der Profi, du managst das schon, ja? Also, dass du mich da auch durch den Tag trägst. Ich wusste das, das Urvertrauen war da.
Und dann haben wir ja die erste Übung gemacht und auch da war ja mein Urvertrauen da, weil das war ja auch schon sehr persönlich und sehr emotional. Ja. Und danach, direkt danach, ich bin nach Hause gefahren und war so seelenruhig. Mhm. Das kenne ich fast gar nicht von mir. Ja. Also ich war so ruhig und auch noch Tage danach und konnte da mit dem Thema von damals für mich abschließen. Ja. Und dadurch hat sich bei mir ganz viel verändert in meinem Alltag, in meinem Umgehen mit Situationen. Und deswegen wollte ich auch unbedingt, weil ich ja trotzdem gemerkt habe, es gibt ja noch andere Themen, die man bearbeiten muss. Und das war so das, wo ich mir gedacht habe, das muss ich unbedingt nochmal mit Thorsten machen, das brauche ich unbedingt. Und das war so das absolute Highlight heute, weil ich mich darauf auch am meisten gefreut habe. Ich wusste, der Rest, das passt alles, das läuft alles. Gehört aber dazu, Genau, aber ist notwendig. Ja, aber das ist das für meine eigene persönliche Entwicklung und das war mir total wichtig, weil ich schon beim ersten Mal gemerkt habe, was sich dadurch alles verändern kann, positiv verändern kann. Wie kraftvoll sowas ist, wenn man Innenweltreisen oder NLP oder Hypnose, wie immer man es auch nennen will, aber positive Gefühle zu ankern und die in bestimmten Situationen abrufbar zu machen, ist einfach extrem schwierig. Stark. Wir hatten eben auch nochmal drüber gesprochen, Thema, um das zu erhalten, dieses positive Gefühl, dass man die Übung für sich selber halt eben auch nochmal wiederholt. Und Thema Meditation, Affirmation haben wir nochmal drüber gesprochen. Habe ich dir auch noch einen Vortrag zu einem Video, einen Vortrag über Meditation, einen Video-Link, den ich dir zugeschickt habe. Bin ich auch gespannt auf dein Feedback. Ja. Und ich habe es dir schon ganz oft gesagt, ich arbeite mit dir unglaublich gerne zusammen, weil du einfach diese Offenheit hast, weil du Gas gibst, weil du die Dinge, die ich weitergebe, auch sehr schnell verstehst und sagst, boah krass, das und das muss ich machen. Klar, mache ich. Mhm. Ja, bei anderen sage ich, hey, wir brauchen von jeder Zielgruppe drei Testimonials und dann sind insgesamt vielleicht nur drei oder vier da. Ja. Also nicht bei allen, aber bei dem einen oder anderen. Ja. Und bei dir sind dann mal schnell 7, 8, 9, 10, keine Ahnung, wie viele es heute waren. Ja, ja. Richtig cool. Würdest du, und ich habe dir die Frage schon mal gestellt, so einen Videodrehtag insbesondere, aber vielleicht auch dieses Coaching, dieses mal nach innen reinschauen und gucken, wo sind Blockaden, was hält mich auf, würdest du das auch anderen Unternehmern in der Tanzschulbranche, aber auch in anderen Branchen empfehlen und wenn ja, warum? Definitiv, also generell ist es ja schon wichtig, finde ich, dass man sich selber immer reflektiert, egal ob du jetzt Unternehmer bist oder nicht. Ja. Das kommt leider, finde ich, bei der Gesellschaft schon viel zu kurz. Es gibt viel zu viele Menschen, die sich nicht reflektieren. Wenn du da schon mal einmal mit anfängst, bist du schon auf einem guten Weg, aber über dieses Coaching lernst du noch mal viel mehr selber über sich selbst und es ist auch immer jemand da, der auch so ein bisschen mal den Finger in die Wunde drückt. Und auch, also bei mir ist es zum Beispiel so, auch mein Ehrgeiz noch mal mehr weckt. Also ich bin eh schon zielstrebig und will loslegen, aber wenn ich zum Beispiel auch weiß, ne, okay, wir haben einen Call zusammen, dann denke ich, oh, ich muss noch meine Aufgabe erledigen. Und das ist halt gut, weil ich will mir dann auch nicht die Blöße geben, im Call zu sitzen und zu sagen, das habe ich jetzt nicht geschafft, aus welchen Gründen auch immer. Und das ist gut, dass man so ein bisschen auch angetrieben wird und dann aber auch immer mit einem roten Faden. Du hast auch wirklich eine Antwort parat, du gibst ein zusätzliches Material, wie jetzt eben diesen Meteo-Link und so. Ja. Man kann so viel lernen durch die ganze Geschichte. Also wer kein Coaching macht, jetzt mal ganz im Ernst, ist ja ein bisschen selber schuld. Das sagst du, Also es hat auch damals ein anderer Mentor-Klient, hatte das in einem ähnlichen Feedback-Gespräch auch gesagt, insbesondere nach einem Durchbruchtag, dass dann weiterhin regelmäßig diese Zoom-Calls und zwar 1:1. Ja. Wir hatten gestern Abend, du hast mich freundlicherweise zum Grillen eingeladen, hatten wir auch nochmal drüber gesprochen, so diese Massen-Zoom-Calls, wo dann 120, 160 Leute drin sind und man sich vielleicht gar nicht traut oder die Zeit gar nicht da ist, um eine Frage zu stellen. Und das ist ja eine Einzigartigkeit von meinem Angebot, dass ich sage, hey, ich mache das mit meinen Kunden 1:1, weil ich diese Problematik kenne. Mhm. Nicht, dass man bei den Gruppen-Calls nicht vielleicht auch was lernt, aber die Intensität ist natürlich deutlich höher und die Individualität einer solchen Coaching-Stunde oder so einem Mentor-Call ist natürlich viel, viel stärker. Als wenn man das in einem Massencall macht quasi. Ja, sonst hätte ich mich auch nie auf dieses, auf unseren letzten Teil heute zum Beispiel, könnte ich mich sonst nie so einlassen. Nein, wenn du in einem Gruppencall drin bist, ich war auch vorher in einem anderen Coaching, da war das mit diesem Gruppencall, da habe ich mir nie getraut, schon da überhaupt beizutreten. Also ich habe nur alles online abgearbeitet, aber bin dort nie reingegangen, weil die Distanz zu den Coaches war einfach viel zu groß und dann Fragen stellen oder also dann erst recht sowas, was wir jetzt gemacht haben, hätte ich im Leben nicht getan. Ja. Also dieses 1:1 Coaching ist das Beste, was du eigentlich machen kannst, weil du ja wirklich,
du gehst ja auch auf mich, auf meine Situation ja. total ein. Du setzt dich in meine Situation herein und das bringt mich ja voran. Ja. Liebe Christine, ja. ich bedanke mich ganz herzlich für deine Worte, freue ja. mich auf die weitere Zusammenarbeit. Ja. Wir haben ja einen Durchbruchtag, haben wir noch. Wir hören uns nächste oder spätestens übernächste Woche ja. wieder in unserem Zoom-Call, dass wir dann Stück für Stück das, was wir heute erarbeitet haben, also die Videos auch Stück für Stück weiter bearbeiten und gucken, wo können wir die überall nutzen, im E-Mail-Funnel, im YouTube-Kanal, natürlich auf ja. Facebook, mit den Throughplay-Kampagnen und so weiter. Im Grunde ist für mich so nach dem Videodrehtag, bis zum Videodrehtag passiert ganz viel in der Theorie. Zielgruppenanalyse, Ergebnisplan, wie kommuniziere ich mit dem Kunden, was braucht der Kunde, was biete ich an und was macht mich einzigartig. Mhm. All diese Geschichten. Ab dem Videodrehtag, weil diese Elemente Zielgruppenanalyse, Positionierung brauchen wir dafür, dass wir richtig kommunizieren. Ab dem Videodrehtag geht es deutlich mehr in die Praxis. Den E-Mail-Funnel erstellen, die Website entsprechend mit den Videos versorgen, die Testimonials richtig einsetzen und so weiter. Freue ich mich wahnsinnig drauf. Ich auch, ich bin gespannt. Und weiterhin viel Erfolg dir. Ja, danke dir auch.